Hallo, ein ganz herzliches Willkommen bei mir zu Hause. Kommt rein! Meinen zwei Kindern und drei Katzen. Ja, das Einfamilienhaus hier haben wir 2021 gebaut. Es hat 300 Quadratmeter auf zwei Etagen und es ist das zweite Haus, was wir bauen. Und dadurch haben wir natürlich auch viel Erfahrung gesammelt. Das letzte Haus zum Beispiel hatte drei Etagen und zwei Treppen. Und ich sage euch ganz ehrlich, auf Dauer hat mich das schon ganz dolle genervt, jedes Mal diese zwei Treppen hochlaufen zu müssen. Und der Kerngedanke bei diesen zwei Etagen hier in diesem Haus war eben, dass wir im hohen Alter nicht mehr so viele Treppen hoch und runter laufen müssen und dass wir dann später uns hier in der ersten Etage bewegen können und eben auch leben können. Ja, und das Highlight in dieser Stadtvilla ist definitiv diese wunderschöne Galerie hier. Ich liebe einfach diesen lichtdurchfluteten Luftraum und durch das große Fenster hier oben kommt natürlich auch sehr, sehr viel Licht rein. Und ich liebe natürlich auch die klassischen eleganten Lampen, die man übrigens auch abends von außen sehen kann, wenn die an sind. Und ich finde, die geben diesem Haus auch so einen schönen Wiedererkennungswert. Außerdem haben wir hier diese wunderschönen klassischen Leisten anbringen lassen. Ich muss zugeben, war gar nicht so ungefährlich. Das Ganze musste bis oben hin mit einem Gerüst angebracht werden. Natürlich war der Profi am Werk und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr verliebt und das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen. Wir haben im ganzen Haus, also in allen Räumen, Stuckumrandungen und die passenden hohen Leisten, die die Fliesen natürlich sehr schön abschließen. Und die passen natürlich perfekt zu den klassischen Landhaustüren mit den goldenen Türgriffen. Und die Eingangstür hier, die wurde für uns auch extra angefertigt, hier mit diesen Kassetten im englischen Stil, mit diesen Fensterumrandungen, die hier auch wirklich sehr, sehr viel Licht reinbringen. Und ja, wir sind sehr, sehr zufrieden. Wir haben uns für eine offene weiße Holztreppe entschieden mit einem Glasgeländer und einem weißen breiten Handlauf, der oben die Galerie und den Luftraum wirklich sehr, sehr schön abschließt und natürlich auch hier für Lichtelemente. Ja, und unseren Einrichtungsstil würde ich als sehr klassisch, elegant, aber auch zeitlos beschreiben. Sehr hell, ich liebe es ja total, clean und sehr puristisch. Und hier könnt ihr schon unseren Kratzbaum sehen. Wir haben noch ein weiteres unten im Wohnzimmer, das zeige ich euch einfach später. Und da oben schläft gerade unsere Daisy, also ein Samtpfötchen von drei. Alle anderen sind, glaube ich, hier verteilt, die werdet ihr mit Sicherheit später auch noch sehen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mein Schlafzimmer und wir lassen Daisy mal weiter schlafen. Also thank you.
das hier ist unser Schlafzimmer. Für mich persönlich das schönste und gemütlichste Zimmer im Haus. Hier verbringe ich sehr, sehr gerne Zeit. Also abends zum Beispiel vor dem Schlafengehen lese ich sehr gerne Bücher. Ich verbringe auch sehr gerne Zeit vor meinem Schminktisch mit einer Tasse Kaffee. Ja, am frühen Morgen und gönne mir eben diese 5 Minuten Me-Time. Und ich finde, jede Mama sollte sich mal 5 Minuten für sich gönnen, damit wir einfach energiegeladen und gestärkt in den Tag starten können. Und ich liebe den ersten Blick nach dem Aufstehen hier in die Ferne. Das ist für mich persönlich wirklich unbezahlbar, hier die Natur zu betrachten, je nach Jahreszeiten, wie sich die Bäume verändern. Also wirklich wunderschön. Und die meistgestellte Frage tatsächlich ist immer: Oh wow, was für ein wunderschönes Bett, aber was habt ihr denn für eine Matratze? Wir haben die Emma Hybrid 25 Matratze in der Größe 180x200 mit einem Premium Topper von Emma drüber. Übrigens hat Emma Matratzen auch Testsieger, blende ich euch hier gerne mal ein. Und weitere Informationen findet ihr auch unten in der Infobox. Leute, was soll ich sagen, seitdem wir die Matratze von Emma haben, keine Schlafstörungen mehr. Mein Gott, wie oft ich mich bei der letzten Matratze ständig von rechts nach links drehen musste, bis ich in den Schlaf gefunden habe. Total nervig. Und seitdem wir die Matratze hier haben, habe ich auch keine Rückenschmerzen mehr. Und mein Mann und ich können einen erholsamen Schlaf haben und gut gelaunt auch dann morgens aufstehen und in den Tag starten. Ja, und das hier ist der Premium-Topper. Man hat auf jeden Fall einen Hotel-Feeling und man kann den übrigens auch wenden, je nachdem, ob man weicher oder härter schlafen möchte. Außerdem findet jetzt der Sommer-Urlaub-Sale statt ab den 23.06. Viele Produkte sind bis zu 40% reduziert und ihr bekommt sogar noch mit meinem Rabattcode MAIRA 5% on top und das 6 Monate lang. Es kommen ja immer mal wieder neue Angebote bei Emma und dann könnt ihr, wie gesagt, 6 Monate lang 5% noch dazu kombinieren, um zu sparen. Der Rabattcode ist in Deutschland gültig, Österreich und in der Schweiz. Und etwas, was ich wirklich gigantisch finde, ist, ihr könnt nach dem Kauf der Matratze erst einmal 100 Tage lang Probe schlafen und ihr bekommt sogar auf dem Matratzenkern 10 Jahre lang Garantie. Im Emma-Sortiment gibt es auch Betten, Kissen, Decken und weitere Lifestyle-Produkte zum Thema Schlaf. Ich habe hier auch Bettwäsche von Emma in Beige und die hat auch wirklich eine Top-Qualität. Emma ist quasi der One-Stop-Shop für deine Schlafbedürfnisse. Ja, und meine Mausi findet die Matratze auch richtig, richtig gut. Die Puppe selbstverständlich auch, die darf ich natürlich nicht vergessen. Kommen eure Kinder nachts auch zum Kuscheln? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget. Ja, und das hier ist unser Ankleidezimmer. Die Seite hier gehört Lukas, meinem Ehemann, und die komplette Seite natürlich mir. Mir war es ganz wichtig, dass ich hier 2 Spiegel habe und dass hier zum Beispiel auch meine ganzen Taschen schön beleuchtet sind. Im alten Haus, das Ankleidezimmer stand komplett offen, also die Regale. Und diesmal habe ich mich hier für Türen entschieden. Finde ich persönlich einfach besser. Und ja, ich habe mich wieder hier für diesen klassischen Türstil entschieden mit den Kassetten und goldenen Griffen. Ihr wollt nicht wissen, wie schwierig es war mit dem Ankleidezimmer hier. Das war zu den Lockdown-Zeiten, als wir umgezogen sind. Wir hatten Lieferprobleme. Und ich habe mir immer diese Beleuchtung hier gewünscht.
Ja, wir haben die jetzt erst nach 2 Jahren geholt, aber ich finde, sieht ganz gut aus. Es gibt dazu auch eine Fernbedienung. Ihr bekommt die Beleuchtung übrigens bei IKEA, die ist jetzt auch neu. Und ja, durch die Fernbedienung kann man die Beleuchtung dann eben dimmen und kühler gestalten oder wärmer. Je nachdem, worauf man Bock hat. Und meine allerliebste Tasche ist definitiv hier diese ganz kleine. Ich glaube, das ist die kleinste Tasche, die ich habe. Und die gefällt mir wirklich total gut, weil die zu jedem Outfit passt. Also selbst zu dem Kleid, was ich hier gerade tragen würde. Und ja, meine absolute Lieblingstasche habe ich geschenkt bekommen von meinem Ehegatten zur Schwangerschaft bzw. zur Geburt. Und ja, I love it. Hier in dieser Vitrine befinden sich nicht nur Taschen, sondern ich habe hier zum Beispiel auch eine ganz tolle Erinnerung. Und zwar bin ich nämlich die Mama von nebenan. Und ja, ich hatte ein Interview mit der Bad Vilbler Neue Presse und Frankfurter Neue Presse. Hier haben wir auch noch so einen Zeitungsausschnitt und ja, das ist wirklich eine ganz tolle Erinnerung. Hier erzähle ich über mein Influencer-Leben, mein Mama-Leben. Und ja, das ist etwas, was ich sehr gerne hier aufbewahre als Erinnerung. Und ja, kann ich euch ja gerne mal unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr euch das durchlesen, wenn ihr mögt. Ich hatte euch das aber schon auch über Instagram, meine ich, damals gezeigt. Ein Kleidungsstück, das ich noch nie anhatte, wo das Etikett noch dran hängt. Ich habe eins. Einmal hier dieses Bläserkleid, kennt ihr wahrscheinlich, ich zeige euch ja immer meine Fashion Hauls. Das hatte ich bei H&M gekauft, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil das super zeitlos ist. Sehr neutral vom Farbton sowieso und ich finde, das kann man wirklich zu jedem Anlass tragen. Ja, ihr könnt jetzt sehen, Etikett noch dran. Hatte ich tatsächlich noch nie an, sollte ich demnächst vielleicht auch mal anziehen. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Chase all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I you the best to say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. It's gonna hurt even more. Ja, das hier ist das Elternbad. Ich muss gleich vorab sagen, es ist final noch nicht komplett fertig, denn die freistehende Badewanne muss noch angeschlossen werden oder zum Beispiel die Badewannenarmatur hier, die goldene, nicht, dass ihr euch wundert. Und ansonsten sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden. Wir haben uns hier für Marmorfliesen entschieden. Für mich als Spanierin ist das nicht nur ein Trend. Also ich finde Marmorfliesen generell, Marmor ist sehr, sehr zeitlos. Deswegen, also für mich tatsächlich ist das kein Trend, sondern etwas, was man eben hasst oder liebt. Und ich bin ein großer Fan und ich bin sehr, sehr happy mit meiner Entscheidung. Ja, und Lukas hat seine Sauna. Also ein Traum ist für ihn in Erfüllung gegangen. Er hat sich für eine Holzsauna entschieden und deswegen habe ich hier auch mit ein paar Holzaccessoires gearbeitet. Ich habe mich zum Beispiel für Holzbilderrahmen entschieden und ja, für so mediterrane Bilder, damit es hier ein bisschen rustikaler ausschaut. Und ich wollte diese kleine Eleganz mit den goldenen Armaturen, die übrigens von Hans Grohe sind, ja so ein bisschen brechen. Wir sind uns gerade hier in Samuels Jugendzimmer. Beide Kinderzimmer haben ungefähr 20 Quadratmeter, so um den Dreh. Ja, beide Zimmer haben bewusst die gleiche Quadratmeteranzahl, damit es später auch keinen Streit gibt.
kann mich erinnern, ich hatte auch ein sehr, sehr kleines Zimmer im Vergleich zu meiner Schwester. Ich habe tatsächlich nie irgendwas gesagt, aber so ganz im Unterbewusstsein hätte ich mir, glaube ich, doch ganz gerne ein größeres Zimmer gewünscht. Deswegen haben wir gesagt, 20 Quadratmeter geht voll klar, das hat eine gute Größe und beide Zimmer müssen auf jeden Fall gleich groß sein. Und ja, der hat sich hier für so ein Nordic Blau entschieden. Das ist die Wandfarbe von Schöner Wohnen. Ich finde, die haben sehr, sehr außergewöhnliche und besondere Farbtöne. Und ansonsten weiß, schwarz und blau. Genau, und ich finde, das ist ganz hübsch geworden. Auch so ein bisschen im skandinavischen Stil mit dem Teppich hier, mit der Bemusterung. Und natürlich die ganzen Poster hier, die dürfen nicht fehlen. Samuel ist ein großer Manga-Fan, sieht man offensichtlich. Und ja, und da oben versteckt sich die kleine Mila, sehe ich gerade. Das ist ihr Lieblingsplatz geworden, aber da darf sie gerne schlafen, wenn sie sich da wohlfühlt. Außerdem hat er sich für so eine LED-Lampe entschieden mit einer Fernbedienung. Da kann er die Farben verändern und ja, finde ich ganz cool. Und das hier ist Emilys Kinderzimmer, das Prinzessinnenzimmer, natürlich in rosa. Das hat sie sich selber so gewünscht. Wir haben hier mit zwei Wandfarben gearbeitet. Einmal rosa Glitzer, das ist so ein Kaugummi-Rosa, so ein helles Rosa. Und einmal so ein Vanillebeige. Und natürlich ist es total vollgestellt, voller Spielsachen. Und Emily kommt ja nächstes Jahr in die Schule. Das bedeutet, wir werden hier auch ein bisschen umgestalten. Ne? Sie möchte ein Hochbett eventuell haben, ein neues Bett. Dann wird sie auf jeden Fall einen Schreibtisch benötigen. Deswegen, ja, ich werde euch mit Sicherheit mitnehmen, wenn es soweit ist und euch dann die neuen Möbeln zeigen. Und wir haben hier noch einen Tippi. Vom Schlafengehen hören wir hier gerne gemeinsam Toni-Box oder wir lesen Bücher und nehmen noch die Taschenlampe mit dazu. Wir haben hier auch noch das Barbie-Haus. Da wird sie auch noch, glaube ich, lange Freude dran haben. Ich tatsächlich hatte auch ein Barbie-Haus und habe noch sehr, sehr lange damit gespielt. Hier haben wir auch noch das Queen-Sessel. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Der stand vor einigen Jahren bei uns im Wohnzimmer, mal im alten Haus und ich dachte, mir gefällt er nicht mehr so gut für uns als Einrichtung, aber für das Prinzessinnenzimmer passt er auf jeden Fall sehr, sehr gut rein und ich glaube, den wird sie auch noch lange beibehalten. Und das hier ist das Kinderbad. Und zwar haben wir uns hier für matte, beige Fliesen entschieden. Und ich finde, das ist ganz süß geworden auch irgendwie. Sehr, sehr clean, sehr neutral gehalten mit diesen Erdtönen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und auch die Badewanne zum Beispiel ist komplett matt. Genauso wie das Waschbecken hier und der Unterschrank. Also wir haben uns hier komplett für matte Möbel entschieden. Inklusive matte Badewanne. Und für chromfarbene Armaturen. Die Armaturen übrigens sind von Grohe. Und das Waschbecken hier und der Unterschrank von Villeroy & Boch. Das ist übrigens auch mit einem LED-Streifen, mit einer Beleuchtung. Kann man individuell einstellen und zoomen. Ich kann das hier mal anlassen. Ja, das ist jetzt ein ganz normaler warmer Weißton. Und wenn ich das hier gedrückt halte, schaut, dann wird es eben noch wärmer oder eben kühler, je nachdem. Aber ich muss sagen, ich finde das warme Licht irgendwie schöner. Gefällt mir ganz gut. Außerdem ist auch die Badewanne beleuchtet. Ich mache mal ganz kurz das Licht an. Und zwar gibt es dazu natürlich auch eine Fernbedienung. Und dann können die Kinder sich eben die Farbe aussuchen oder das so einstellen, dass die Farbe sich automatisch wechselt. Genau, und das gibt hier im Kinderbad auf jeden Fall ein super schönes Effekt. Und ja, wir haben uns hier bewusst für eine Badewanne entschieden und nicht für eine Dusche, eben weil Kinder schon eher baden, als dass sie duschen. Und wenn sie später irgendwann mal Lust haben zu duschen, dann haben wir ja nochmal zwei Bäder. Ne? Wir haben im Elternbad eine Dusche und auch unten im Gäste-WC, von daher. Genau, ansonsten gefällt mir die Nische hier ganz gut. Und hier, kommt mal mit, ich setze mich mal ganz kurz hier hin. Und zwar haben wir hier unseren Wäscheschacht. Wir haben hier eine Klappe reinmachen lassen. Die können wir einfach öffnen, Wäsche reinschmeißen und die kommt dann unten wieder raus. Und ich kann dann unten ganz bequem meine Wäsche waschen, ohne mit dem schweren Wäschekorb runter zu müssen. Und es war wirklich die beste Entscheidung. Also seitdem wir das so haben, macht das Waschen auch wirklich Spaß.
Ja, und das hier ist unser Wohnbereich, hat ungefähr fast 100 Quadratmeter, es steht komplett offen, also Wohnzimmer, Esszimmer und Küche. Und ich finde das so schön, dass wir das so geplant haben. Ich liebe es, wenn die Kinder hier auf der Couch chillen oder wir Gäste haben, die hier sitzen und ich eben in der Küche stehe und beschäftigt bin, dass wir trotzdem miteinander kommunizieren können und quatschen können. Ich finde das total schön. Und ja, ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen. Hier unser Kamin mit dem Stuck natürlich, dieser tollen Stuckumrandung. Der Kamin ist von Kamin Haag. Wir sind super zufrieden. Und der Stein, das ist ein Marmorstein aus Spanien. Super zeitlos, ohne Geschnörkel. Ich bin sehr, sehr happy mit diesem Kamin, muss ich sagen. Und als kleines Kind habe ich mir ja immer diese Weihnachtsfilme angeschaut, diese amerikanischen Weihnachtsfilme. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich auch einen Kamin haben. Zum einen, weil das natürlich super gemütlich ist und weil ich das auch so hübsch dekorieren möchte. Und ihr kennt ja wahrscheinlich meine Videos an Weihnachten, wie ich es dekoriere, und ich blühe einfach total auf. Also das ist total mein Ding und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir diesen Kamin haben, weil der nicht nur schön aussieht und besinnlich ist, sondern weil der wirklich für Gemütlichkeit sorgt, ne? Der hitzt auch total krass, ne? Ja, und an diesem Esstisch spielt sich das Leben ab sozusagen. Also hier wird nicht nur gegessen und Hausaufgaben gemacht oder gebastelt. Ja, hier kommen am Wochenende natürlich auch ganz viele Gäste, Freunde und Familie finden hier Platz. Und ich liebe es. Ich liebe es, Gespräche zu führen, tiefgründigere Gespräche, von denen man auch gegenseitig lernen kann. Ich finde das super wichtig und ich liebe es, über Gott und die Welt zu sprechen. Und ja, das ist ein ganz besonderer Tisch, den haben wir schon ganz, ganz lange und ich glaube, der wird uns noch ein Weilchen begleiten, solange die Mausi noch klein ist und hier gebastelt wird. Ja, das hier ist unsere Küche und das hier ist die Kücheninsel. Wir haben uns für eine Marmorarbeitsplatte entschieden. Die ist von Cosentino und die nennt sich Color Cutter Gold, weil eben das Marmor gold und grau ist. Finde ich super edel. Wir haben uns auch für eine 2 cm Arbeitsplatte entschieden, weil ich das persönlich edler finde. Unsere alte Küche hatte eine viel dickere Arbeitsplatte, sah auch super schön aus, aber diesmal wollte ich es anders. Ansonsten ist die Küche komplett weiß Hochglanz. Das normale Weiß, nicht das kühlere Weiß. Da hatten wir auch so einen Struggle damit. Und es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, das normale Weiß zu nehmen. Ich weiß, dass viele von euch Fragen haben werden, woher ist die Vase, woher ist die Lampe, Details zur Küche. Hier oben rechts blende ich euch meine Haustour-Playlist ein und dort findet ihr alles, also meine komplette Deko, Details zur Küche, woher sind die Stühle, die Lampen und so weiter. Also falls ihr da Interesse habt, klickt euch einfach rein. Ich bekomme täglich die gleiche Frage gestellt: Wie kommt ihr mit diesen Samtstühlen klar? Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich selber sehr, sehr skeptisch war, als ich die gekauft habe. Ich hätte nie gedacht, dass Samt so pflegeleicht ist, wenn man Katzen hat und Kinder. Also ich habe hier so oft schon Flecken gehabt, das ist ja ganz normal, man lebt ja hier. Wenn man die aber sofort wegmacht, also einfach nur mit einem Schwämmchen Wasser und Spülmittel wegwischt, dann sind die sofort verschwunden. Die Stühle sind übrigens von Hermans Home und das ist eine holländische Marke und ihr findet die über Instagram. So, das ist unser Garten. Es ist tatsächlich noch nicht final fertig. Wir haben nämlich noch einige Pläne. Wenn es denn soweit ist, dann nehme ich euch mal wieder eine Runde mit, ist ja klar. Ansonsten können wir hier auf jeden Fall schon gemütlich sitzen mit Familie und Freunden und grillen. Wir haben hier das Trampolin für die Kinder und ich hoffe, die Emily hört das nicht. Sie hat ja nächste Woche Geburtstag. Sie bekommt jetzt auch eine Kinderschaukel. Das hat sie sich ganz, ganz lange gewünscht. Die werde ich euch selbstverständlich auch zeigen. Und es blüht hier richtig schön. Dabei habe ich gar nicht so den grünen Daumen. Aber wir haben da auf jeden Fall sehr viel Glück. Und ich werde euch auch die Blumen mal einblenden. Ich bin total stolz auf die Rhododendron. Das ist insgeheim meine Lieblingspflanze, würde ich fast schon behaupten. Eine richtig tolle lilane Rhododendron, die gerade in ihrer vollen Pracht blüht. Richtig, richtig schön. Und ja, wie gesagt, wenn es dann irgendwann final fertig ist, dann nehme ich euch selbstverständlich wieder mal eine Runde mit. Ja, und das hier ist das Gästezimmer. Das ist natürlich für Gäste gedacht, die hier am Wochenende vielleicht übernachten möchten, Familie und so weiter. Schrägstrich
Büro. Denn Lukas, mein Ehemann, nutzt hier diesen Raum für sein Homeoffice sozusagen. Eigentlich war das ja für mich geplant, damit ich hier eben meinen Content produzieren kann und editieren kann. Aber gut, das ist jetzt so sein Zimmer sozusagen zum Arbeiten. Ja, wir haben uns hier wieder für beige entschieden. Die Wand übrigens, da werde ich nämlich ganz, ganz oft gefragt, welche Wandfarbe das ist. Das hier ist gemütliches Strandbeige, auch von Schöner Wohnen. Und die ist wirklich sehr, sehr hübsch. Ansonsten haben wir hier ganz viele schwarze Accessoires und goldene Akzente. Zum Beispiel hier die Lampe, die ist ganz besonders, die ist von West Wing. Und hier die Bogenlampe ist auch von West Wing. Und ja, die Bilderrahmen zum Beispiel sind auch Gold. Und die Bilder hier, die gibt es bei Desenio. Die habe ich euch aber mit Sicherheit auch schon gezeigt in einer meiner Vlogs. Und das ist unser Gäste-WC. Und ich liebe diese Fliesen. Die erinnern mich irgendwie an einen Korallenriff. Ich finde die total außergewöhnlich. Die gefallen mir super, super gut. Und hier haben wir uns auch für Villeroy und Boch entschieden. Und zwar für einen runden Waschbecken. Und der Unterschrank ist auch von Villeroy und Boch. Der ist übrigens auch beleuchtet, so wie oben das Kinderbad. Und hier haben wir uns auch für goldene Armaturen entschieden, für goldene Akzente. Und ich bin auch recht zufrieden damit. Ansonsten haben wir hier auch eine Nische mit eingeplant, die auch beleuchtet ist. Und ich finde, das sieht auch ganz schick aus. Und hier haben wir einen zweiten Flur eingeplant. Ich fand die Idee ganz toll, dass der Garderobenschrank nicht im Hauptflur steht. Und ich finde, das sieht auch so ganz geräumig aus. Und hier finden die Gästejacken Platz. Ja, und hier habe ich mich auch wieder für goldene Akzente entschieden. Hier zum Beispiel diese Marmorgarderobe mit den goldenen Details. Die gibt es bei H&M. Ich finde die super praktisch, um einfach irgendwie eine Tasche abzustellen oder Kinderjacken dran zu hängen. Ansonsten habe ich mich auch für Holzakzente entschieden. Hier zum Beispiel das Holzbilderrahmen. Das Bild hier ist auch von Desenio. Ich finde, die haben ganz tolle Bilder. Und dieses Bild bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch, wisst ihr, glaube ich, für alle, die mich kennen. Und das hier ist eine kleine, süße Kapelle in Griechenland. Ja, und der kleine Hocker hier, der ladet natürlich dazu ein, sich hier hinzusetzen und die Schuhe anzuziehen. You said it was the last time. But you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold, why? I keep on making the same mistake. So ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass ihr bei mir zu Hause wart. Vielleicht sieht man sich ja bald wieder. Das war mit Sicherheit nicht die letzte Haustour. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt mir unbedingt bis dahin gesund und ganz viele Küssis an euch und fühlt euch umarmt. Adios. Still burning.